Wie macht man sich nebenbei selbstständig und welche Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden? Herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Leon Kramer und ich habe es vom Pizzafahrer zum eigenen Online-Unternehmen mit mittlerweile 5- bis 6-stelligen Einnahmen geschafft. Ja, das ganze Thema nebenbei selbstständig machen ist ein sehr, sehr interessantes Thema, was in den letzten Jahren natürlich immer relevanter geworden ist. Warum? Die Preise steigen, alles wird teurer und viele Leute sind eben auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen. Warum? Das hat leider den traurigen Grund, dass meistens eine einzige Einnahmequelle, das heißt zum Beispiel der Job, fast gar nicht mehr ausreicht. Deswegen, meine Empfehlung ist auch, baut euch mehrere Einnahmequellen immer auf. Dann seid ihr eben nicht so abhängig von einer einzigen Einnahmequelle. Und wenn da mal eine Einnahmequelle wegbricht, habt ihr immer noch weitere Einnahmequellen und seid dann so gesehen deutlich besser abgesichert. In diesem Video werde ich auch mal ein paar Fehler ansprechen, die ich gemacht habe und die man auf jeden Fall vermeiden sollte, weil dann wird es ein bisschen, ja, unschön, sage ich mal so. Und zwar Punkt 1. Natürlich sollt ihr schauen am Anfang, wenn ihr euch nebenbei selbstständig machen wollt, in welchem Bereich wollt ihr das Ganze machen. Ich empfehle natürlich, ich bin selbst im Online-Business, ganz klar an dieser Stelle das Online-Business. Warum? Weil es in der Regel mit sehr, sehr wenig Risiko verbunden ist. Wenn man sich jetzt nebenbei selbstständig machen will mit zum Beispiel einem eigenen Schuhgeschäft, dann wird es dann deutlich schwieriger, weil man zum Beispiel erstmal ein paar Schuhe einkaufen muss, da braucht man Startkapital, da muss man vielleicht einen Laden sogar mieten, da muss man das machen, das machen, hat schon viele, viele Ausgaben. Und beim Online-Business hat man eben am Anfang in der Regel keinerlei Ausgaben. Deswegen Punkt 1, am besten ein Online-Business starten nebenbei. Dann Punkt 2, welche Methode verwendet man? Und da muss man wirklich eine Methode verwenden, die noch in Zukunft funktionieren wird. Das heißt, irgendwelche Methoden, die vielleicht vor 3, 4 Jahren funktioniert haben, gerade im Internet, ihr wisst, wie schnelllebig das alles ist, die Methoden funktionieren vielleicht in Zukunft gar nicht mehr. Deswegen prüft erstmal, ist eure Methode noch zukunftsrelevant bzw. zukunftsfähig überhaupt. Dann geht's weiter. Und zwar, wenn ihr euch nebenbei selbstständig macht im Online-Business, erzählt es gar keinem. Das war damals tatsächlich vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mein größter Fehler. Ich habe es vielen Leuten erzählt, Freunden, Bekannten, teilweise auch Familie. Und fast alle haben mir gesagt, wird doch eh nichts, mach doch was Vernünftiges, mach doch hier die Ausbildung, mach doch hier das Studium zu Ende und so weiter und so fort. Und die Leute haben mich quasi selbst zum Zweifeln gebracht, dass ich an mir gezweifelt habe und gedacht habe, wird das überhaupt was? Funktioniert das? Soll ich nicht lieber was anderes machen? Und das ist eben der Fehler. Wenn ihr euch selbstständig machen wollt, beziehungsweise nebenbei selbstständig machen wollt, dann macht es erstmal für euch. Weil gerade auch in Deutschland, muss ich leider sagen, die meisten sind da eher negativ eingestellt und sagen, nee, mach das nicht. Und reden meistens sogar, wenn es zum Beispiel die Familie ist, meinen es gut mit euch, weil sie denken, ja, man kann pleite gehen. Aber viele wissen eben auch gar nicht, dass man beim Online-Business fast gar kein Risiko hat. Es gibt Methoden, mit denen kann man Geld verdienen ohne Startkapital. Und da kann man quasi dann gar nichts verlieren. Und wenn man sowas dann macht und dann es allen Leuten erzählt, dann muss man es erstmal jedem erklären. Und dann fragen die Leute, sagen, ja, was ist denn in 3 Jahren? Wie machst du das alles? Und das kann man sich eben sparen, indem man es einfach für sich macht. Und dann, wenn man erstmal die ersten Erfolge hat, die Ergebnisse für sich sprechen lässt. Und wenn dann die Leute sagen, ja, nee, es hat doch nichts, es bringt doch nichts, und ihr schon die Einnahmen habt, dann juckt es euch nicht mehr. Und dann könnt ihr trotzdem eben weitermachen und müsst gar nicht auf diese Leute mehr hören. Und dann, wenn sie dann sagen, ja, das wird eh nichts, dann geht es hier rein und da raus, weil dann habt ihr schon die Ergebnisse, habt schon den Beweis für euch geliefert und könnt dann eben weiter durchstarten. Dann eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich auch sehr oft bekomme. Ab wann soll man das Ganze denn hauptberuflich machen? Und da ist meine ganz klare Meinung, seid da besser später als früher, weil wenn man jetzt zum Beispiel ganz gute Einnahmen mit seiner Selbstständigkeit schon erzielt, aber trotzdem noch einen Hauptjob hat. Ich gebe mal ein Beispiel, man verdient in seinem Hauptjob 3.000 Euro mit seinem Nebenjob bzw. mit seiner Nebenselbstständigkeit, Nebentätigkeit 2.000 Euro. Dann ist das schon mal super, aber ich würde mich erst selbstständig, komplett selbstständig machen, wenn ich mit meiner Nebentätigkeit mindestens das Doppelte bzw. besser das Dreifache verdiene. Warum? Weil man kann es selbst, wenn man zum Beispiel angestellt ist, hat man laut Vertrag jeden Monat eine gewisse Summe. Und wenn du selbstständig bist, du weißt nie, wie viel du nächsten Monat verdienst. Es gibt mal gute Zeiten, es gibt mal schlechte Zeiten. Deswegen kalkuliere da besser höher als zu niedrig. Schau wirklich, dass du deutlich mehr verdienst mit deiner Selbstständigkeit als mit deinem Hauptjob, bevor du wirklich in die Vollen gehst. Weil es kann immer was passieren. Es kann sein, okay, auf einmal läuft es nicht mehr und dann stehst du da. Deswegen sei da wirklich auf der sicheren Seite und mach das Ganze auch ein paar Monate hintereinander. Das heißt, wenn du zum Beispiel 3 Monate oder am besten noch 5, 6 Monate, am besten sogar 6 Monate natürlich, deutlich mehr mit deiner Selbstständigkeit verdienst als mit deinem Hauptjob, dann kannst du auch den Hauptjob ruhig hinschmeißen. Ich würde es nicht eher machen, weil dann hast du auch zu viel Druck und zu viel Druck ist auch nicht gut. Klar, ein gewisser Druck ist immer vorhanden in der Selbstständigkeit, aber wenn du jetzt von heute auf morgen sagst, okay, ich kündige meinen Job, ich schmeiße alles andere hin und dann die Einnahmen ausbleiben, ja, dann stehst du da. Deswegen sei da wirklich safe und mach das Ganze wirklich mit Überzeugung, wenn du dann die Ergebnisse hast. Und du auch siehst, das Ganze funktioniert auch langfristig, dann kannst du immer noch dich voll und ganz auf deine Selbstständigkeit
fokussieren. Ja, wenn du jetzt aber sagst, okay, ich weiß, ich will mich selbstständig machen, aber ich weiß nicht wie und ich weiß auch nicht mit welcher Methode, dann haben wir dafür auch natürlich eine Lösung anzubieten, und zwar den Finanzielle Freiheit Meisterkurs. Es ist ein komplettes Programm zum Thema selbstständig machen, wie du deine eigene Selbstständigkeit aufbauen kannst, wie du das Ganze steuerlich machst, wie du dich beim Finanzamt anmeldest, wie du dein Gewerbe anmeldest und wie du wirklich vernünftig und seriös starten kannst. Außerdem erfährst du, wie du deine eigenen Stärken findest und welche Methode zum Online-Geldverdienen wirklich zu dir passt. Das heißt, wir haben über 20 verschiedene Methoden zum Online-Geldverdienen Schritt für Schritt erklärt für Anfänger. Und ja, wenn ihr daran Interesse habt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort haben wir euch den Kurs verlinkt oder auf www.teamleon.de. Außerdem gibt es in dem Kurs mittlerweile schon über 85 Videos und es werden auch im Laufe der Zeit noch über 100 Videos werden. Also das ist der aktuell beste Kurs im deutschsprachigen Raum zum Thema Selbstständigkeit und das Ganze zum wirklich extrem günstigen Preis. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel bei der Ratenzahlung jetzt schon für 2 Euro starten und bekommt schon kompletten Zugriff auf alle Videos. Das heißt, schaut euch das Ganze auf jeden Fall an. Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen hoch geben und Kanal abonnieren. Hier werden jeden Tag neue Videos zu den Themen Online-Geld verdienen und passives Einkommen kommen. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Daumen hoch und bis dann. Tschüss.